So, dann herzlich willkommen zur späten Live-Sendung von JFD Brokers. Heute gab es ja das komplette Reversal, was der Nasdaq und die US-Indizes am Tag zuvor gemacht haben, eben hat der DAX nachgemacht. So, dann schauen wir erstmal kurz zu den US-Indizes. Hier ist der Wochenchart, hier konnte sich der S&P 500 Index sich an den EMA 38 annähern, kurzzeitig überwinden. Der Schlusskurs blieb aber darunter. So. Im Prinzip könnte dann, na gut, das ist die falsche Kerze, ja, hier sind deutlichere Moves in der Woche vom 15. und hier jetzt im 14. möglich noch. Ja. Aber es könnte sich auch nur so eine kleine Doji-Kerze dann noch hier bilden und einen Schlusskurs, einen Wochenschlusskurs von 224 stattfinden. Solange er eben unter dem EMA 38 notieren sollte. Aber morgen werden dann eben die Karten neu gemischt nach der FED-Sitzung. Da darf man wirklich gespannt sein, was passiert. Der Nasdaq 100 Index konnte hier eine schöne Umkehrkerze, Hammerkerze ausbilden, aber nun gefolgt von einem Shooting Star, wieder eine Umkehrkerze. Möglich wäre jetzt eben hier vor der Börsen, vor der FED-Sitzung, dass der Index sogar das Gap noch schließt, bis 4570 Punkten, und dann darf er theoretisch machen, was er will. Also das ist jetzt hier vom Chart nicht mehr groß ableitbar. Alles andere, wie jetzt hier auch die Pfeile darstellten, haben wir sehr schön hier getroffen bei JFD. Zum DAX fangen wir auch kurz Wochen an, am Wochenchart an. Hier konnte er eben sogar fast bis auf 10.500 Punkte ansteigen. Eine Long-Position wurde hier knapp unter der 10.400-Punkte-Marke eingenommen. Hier passt das Bild absolut, ist jetzt hier bullish im Moment, die Momentaufnahme. Im Tageschart ist aktuell weiterhin meiner Meinung nach kein Signal fällig. Ja, befindet sich in der Wolke unter dem Rainbow. Ja, also für mich ist aus dem Tageschart nichts ableitbar. Was heute Morgen noch in der Morgensendung, da stand eben der DAX hier bei 10.30 Uhr etwa bei 10.360 Punkten. Da gab ich an, dass eben ein Rücksatz an die Unterkante bei 10.310, 10.300 Punkten ein Kauf wäre. Leider ist der Index nicht ganz in den Bereich reingekommen, sonst hätte ich mich hier auch direkt zu Wort gemeldet. Es wäre wirklich schöner gewesen, er hätte hier aufgesetzt und durchgestartet. Ein Stopp. Ja, der Stopp wäre halt hier entweder sehr eng gewesen und man hätte eben das Risiko, das Ausstoppen wäre dann zwar groß gewesen, aber man hätte ein deutliches Chance-Risiko-Verhältnis gehabt. Aber IMO, ja, meiner Meinung nach wäre ich hier bei 10.400 Punkten ausgestiegen mit der kurzfristigen Position. Dort habe ich eben auch den Widerstand angegeben. Also hier wäre ein schöner Trade noch, ein Intra-Trade möglich gewesen. Auch wenn man jetzt nur den Stopp nachsetzt, hätte man die komplette Bewegung noch mitnehmen können. Aber ich wäre hier definitiv ausgestoppt. Diese Bewegung hätte ich nicht mitgemacht. Mit der anderen Position bin ich ja noch long. So. Dann kommen wir noch kurz zu den zwei Setups, die ich heute vorgestellt habe, hier um 13.50 Uhr. Das war zum einen WTI. Ich glaube, das hat direkt den Schlusskurs wurde hier gehalten, beziehungsweise aus Intraday nicht eingehalten. Empfehlung war hier bei 36.40 rum, 50 und eben 100 Pips mitzunehmen. Und er schoss eben deutlich hier nach oben. Also hier hat das Setup super gepasst.
Das andere Setup war die Deutsche Bank. Hier kann man, wenn man es hier, ja, und muss man eben auch ganz genau nehmen. Ich schaue mal, ob dieses Setup nun, tja, 5,5. Also wurde hier nicht auf Xetra erfüllt. Hier oben war das Hoch war bei 21,54 Euro und das Stop-Buy-Marke war bei 55. Aber trotzdem könnte das ein belastbares Tief sein. Hier könnte jetzt eine Aufwärtsbewegung fertig sein. Neues Setup werde ich morgen vorstellen im Bereich von 21,20. Könnte man hier spekulativ long gehen. Der Stopp müsste noch hier unten liegen. Sollte sich dann aber hier eine Umkehrkerze geben, kann man den Stopp auch direkt nachziehen. So, danke fürs Zuhören und ich melde mich dann morgen wieder.